Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Auftakt Montag, dem 12. Oktober. Ja, wir wollen uns den Markt anschauen und hierbei speziell Gold unter die Lupe nehmen, nachdem wir bereits am Freitag schon mal auf den Goldpreis geschaut hatten, mit hier zunehmend positiver Bewegungsintensität. Wir sahen auch hier, das veranschaulicht hier der Rainbow auch sehr schön, mit Beginn in den Oktober hier im Stundenchart-Intervall einen positiven Rainbow-Swing. Sprich, das negative Momentum kehrte sich um und seither sehen wir hier Aufwärtswellen nach oben. Lassen Sie uns das ganz kurz im Guidance-Chart kurz bewerten. Hier mal auf Tagesbasis. Halt, das war genau der richtige Chart, Tagesbasis hier. Da sehen wir die Situation, dass wir hier seit Anfang Oktober hier mit dem Start in den neuen Monat hier eine Aufwärtsbewegung sehen, die hier auch unlängst die letzten Verlaufshochs rausnahm. Jetzt hier mit einem höherem Zwischentief am 2. Oktober die Situation, dass das favorisierte Level 1165 US-Dollar, das favorisierte Widerstandslevel, nunmehr erreicht wurde, beziehungsweise jetzt fast erreicht ist. Und der Punkt ist, wie geht's weiter? Aufgrund der jüngsten Gewinne darf man davon ausgehen, dass der Markt hier im oberen Bereich 1065, 1067 unter Umständen konsolidiert, um von diesem Niveau ausgehend dann letztlich doch wieder einen Spike nach oben zu machen, beziehungsweise hier seine Aufwertung weiter fortzusetzen. Die Idee, in den USA Zinswende hin oder her, mehr oder weniger ebbt das Thema ja fast schon wieder ab und es werden Stimmen lauter, nachdem unter Umständen auch wieder was in Richtung quantitativ easing gehen könnte, wenn die Daten hier nicht weiter sich verbessern. Also hier eine mögliche Abschwächung in den USA und da wäre natürlich anziehende Zinsen rein vom Grundprinzip her eher negativ und insofern alles wieder groß in Frage gestellt und wenn es wieder zu weiteren Liquiditätsmaßnahmen kommen würde, wäre natürlich gerade der Goldpreis sicherlich einer, der davon enorm profitieren würde. Aber noch ist nicht alles in sicheren Tüten. Der übergeordnete Abwärtstrend bei Gold ja definitiv weiter intakt. Hier, wenn wir uns hier anhand des Preischarts orientieren, stellen jetzt erstmal fest, dass wir hier unmittelbar vor einem Widerstand stehen. Nochmal Switch auf den Chart hier im 15-Minuten-Intervall. Wir sehen auch hier, bei 1168 ist heute die Average True Range, die Average Daily Range vielmehr, hier ausgereizt mit Blick auf die letzten 14 Tage. Gold 13,27 Dollar unterwegs, jetzt aktuell 11,87 Dollar schon gelaufen. Also hier kann theoretisch rein technisch nicht mehr viel kommen. Da müsste im Prinzip hier schon noch wieder ein starker Impuls des Tages kommt, dass Gold hier wieder 20 oder mehr Dollar ansteigt. Das kann man nie ausschließen, gerade beim Goldpreis, insbesondere wenn 1165 eben wirklich nachhaltig überrannt werden sollte mit einem starken Momentum, dann kann es hier natürlich nach oben gehen. Aber aktuell auf gegenwärtigem Niveau wären doch wohl eher Rücksetzer zu empfehlen, um hier das Vortageshoch vom Freitag, hier haben auch das Vormonatshoch noch liegen, hier vielleicht Rücksetzer als Kaufchancen anzusehen. Das erscheint mir fast schon ein Stück weit lukrativer, denn auch hier mit Blick auf den Stundenchart, der Rainbow ist hier in einer positiven Struktur und Rücksetzer wären jetzt hier aktuell als ideale Einstiegschance zu sehen. Da ziehe ich auch mal hier im Sinne des Rainbows pauschal die Unterstützungsline sozusagen hier in Richtung 1150 und das wäre ein Level, wo der Goldpreis sicherlich eine gute Chance hat, hier unter Rainbow-Gesichtspunkten anzuziehen. 1150 auch hier im Chartintervall des Tagescharts interessant, wenn wir uns das anschauen, da haben wir ja auch zuletzt im März sogar Action gehabt um diese Zone herum und das könnte ja durchaus im Sinne eines Rücklaufs ein interessantes Level sein, welches dann, wenn wir hier nicht direkt ausbrechen, was ja durchaus auch passieren kann im Sinne der gegenwärtigen Situation, keine Frage, aber wenn der Goldpreis eben doch hier ein Stück weit sich überlegt, in Anführungszeichen zurückzusetzen, dann wäre das hier wohl eine vortreffliche Chance, um nochmal in den Trade zu kommen, preisgünstiger in den Trade zu kommen, hier dann mit der Perspektive in Richtung 1200 Dollar. Nach unten hin, die starke Kerze vom Freitag sollte im Ideal nicht unterschritten werden. Das heißt, auch hier mit dem Low vom Donnerstag könnte man hier bei 1136,60 einen Stop setzen. Das frühere Stop-Loss-Level hier im Prinzip unberührt. Trotz des Fehlausbruchs wurde das Level hier unten ja nicht touchiert. Das soll heißen, hier hat man im Prinzip eigentlich eine relativ gute Chance,
günstig A in den Trade zu kommen und B dann eben hier mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis nach oben zu partizipieren. Geht Gold allerdings deutlich unter 100, sage ich schon, unter 1136 Dollar zurück, da müsste man natürlich damit rechnen, dass diese Aufwärtstrendlinie hier marginaler Natur zwar, aber dass die hier getestet werden dürfte und speziell unterhalb dieser, unterhalb von 1115 Dollar, müsste man dann mit einem Test der Marke von 1100 Dollar auf jeden Fall rechnen. Wäre aber jetzt hier definitiv nicht das präferierte Szenario. Insofern auch gleich mal hier der Blick auf die Saisonalität. Da haben wir den Chart. Ja, sieht aus, als würden wir hier noch ein Stück weit brauchen, um richtig Fahrt aufzunehmen. Aber Sie sehen es, der November rein statistisch ein sehr, sehr bullischer Monat für das edle Metall. Und ja, wenn es diesmal wieder so kommt, dann darf man sich hier auf weiter steigende Preise freuen. 1200 auf der Oberseite durchaus realistisch, um dann den Widerstand, den durchaus zähen Widerstand bei rund 1123 Dollar je Unze zu attackieren. Bleibt spannend, Gold auf jeden Fall hier mit der Hoffnung vom Freitag auch wieder in die neue Woche gestartet. Sieht gut aus, wollen mal sehen, was die weitere Woche noch bringt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen guten Handelstag, eine gute Handelswoche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am kommenden, vielmehr am morgigen Dienstag, 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.